Am heutigen Freitagabend, draußen regnet es endlich mal Strippen, möchte ich euch eine buchige Kostbarkeit vorstellen, die nicht zu Unrecht Perlenliteratur heißt. Im letzten Jahr, September war's, da fand ich auf der kleinen Buchmesse Buch Berlin diese wunderschöne Reihe am Stand des Input Verlages. Literaturblogger und Verleger wurden sich einig und seitdem sind zumindest die ersten 6 der insgesamt 25 Bände aufweisenden Reihe in unserem Literaturblog Literäre Arteske besprochen. Zwischen auf was habe ich mich da eingelassen und da wäre ich nie drauf gekommen, habe ich schon vieles gedacht. Ja, es stimmt, das hier ist Werbung und auch in eigener Sache. Der Verlag hat in diesen Büchern Titel aufgenommen, die im 19. und 20. Jahrhundert geschrieben wurden, sprachliche Besonderheiten aufweisen, auf irgendeine Art und Weise richtungsweisend waren oder besonders erfolgreich. Unter den bisher neu oder wiederholt gelesenen Büchern fällt dabei George Orwells 1984 auf, welches, nachdem der Text hier frei verfügbar ist, inzwischen mehrfach neu übersetzt und aufgelegt wurde. Auch diese Reihe beinhaltet eine Neuübersetzung. Dann möchte ich Seefahrt tut Not nicht unerwähnt lassen. Der Autor, Gorch Fock, und damit sein Buch wurden in der Folge des Ersten Weltkrieges berühmt, nicht nur rühmlich. Das mit den sprachlichen Besonderheiten fiel sofort auf mit Proserpina von Elisabeth Langesser. Diese blumige, farbenfrohe, aber auch mystisch, mythologisch düstere Sprache wurde letztlich getoppt durch Felix Timmermans Palita, der seinen flämischen Helden durch die Jahreswechsel und die Flora und Fauna schickte, dass man bunte Bilder förmlich sieht und die Früchte und das Brot schmeckt. Wer kennt ihn nicht, den Long John Silver aus Stevensons Schatzinsel, schön den Roman hier in der blauen Reihe zu finden. Weiter, Walter Benjamin und die Einbahnstraße, da musste ich googeln, beziehungsweise recherchieren. Dieses Buch zählt wie Proserpina bestimmt zu den Büchern, die ich im Antiquariat oder der Buchhandlung nicht aus einem Regal gezogen hätte. Jetzt bin ich froh, von ihm und einigen seiner Texte gelesen zu haben. Es sind auch schöne Bücher, gut gearbeitet, fadengeheftet. Jedes hat ein anderes Vorsatzblatt. Bei der Seefahrt ist es zwangsläufig ein Anker und bei Orwell ein Auge, logisch, denn the big brother is watching you. Bestimmte Textstellen sind kalligraphisch hervorgehoben und die Bücher weisen unterschiedliche Typografien auf. Klar, denn dicke Bücher werden klein gedruckt. Nein, nein, das ist sicherlich nicht der Grund. Es sind eine Menge Titel, von denen ich noch nie was hörte. Und doch einige Bekannte darunter. Bisher waren das 2 von 6. Vor mir habe ich noch liegen Heinrich Mann, Christian Morgenstern, Franz Kafka. Die anderen kenne ich bisher noch gar nicht. Und vielleicht schafft es dieser Verlag, mich etwas näher an Kafka heranzuführen. In der Infobox habe ich die Links zu den bisherigen Rezensionen auf unserem Blog aufgelistet und die weiteren Titel der bisher 25-bändigen Reihe. Bis demnächst auf diesem Kanal, den ihr, wie so viele andere auch, natürlich abonnieren könnt. Oder ihr schaut bei Literäre Arteske nach dem Dresdner Bücherjungen unter Instagram oder unter Litart BookTok bei TikTok rein. Momentan ist das alles noch Übung. Daher freue ich mich besonders über Kommentare mit vielen Tipps. Mit buchigen Grüßen drücke ich jetzt gleich auf Stopp.